Ja, guten Morgen, hier ist euer Dennis mit einem ganz kurzen Bitcoin-Update. Fangen wir gleich auch an, dass wir das Video so schnell wie möglich hochbekommen. Im letzten Video, beziehungsweise auch im Telegram-Kanal, habe ich geschrieben, dass wir hier drei mögliche ISKSen haben. Ja, und ich sagte auch, und das sage ich immer wieder, dass Patterns, gerade wenn es um SKS geht und solche Patterns, dass die im Durchschnitt zu 70% erreicht werden. Hier war die kleinste ISKS, die wurde zu 100% erreicht. Gucken wir ganz kurz, was das wäre. Hier war ja die Neckline. Das wären etwa wenig, ja, 3%. Gehen wir mal zur mittelgroßen. Das war diese hier. Da hatte ich gesagt, gut, diese weiße Linie ist sehr signifikant, ja. Und deswegen habe ich hier diesen Preisslot hier angesetzt. Natürlich wusste ich nicht, wann er hier andotzen wird. Hier ist er in den Bereich gekommen. Und das sind auch hier die 70%, wo ich angesprochen hatte. Und hier wäre jetzt mit dieser Bewegung hier hat er einen kleinen Shakeout gehabt, um die Longs auszukillen. Wenn man weiß, wie man diese Patterns tradet, dann war das hier kein Problem. Aber wer hier eingestiegen ist, ja, hatte hier Möglichkeit auch 3%. Wer bis von unten her drin geblieben ist, von der ersten, das war etwa hier, wären es etwa 4,7% gewesen. So, aber ihr seht schon, dass die große ISKS, wo sehr spekulativ war, was ich auch sagte, natürlich nicht zum Tragen gekommen ist, weil er nochmal hier eine große Korrektur nach unten gemacht hat. So, schauen wir uns mal das Ganze im großen Time und im größeren Time vom im 4-Stunden-Timeframe. Da seht ihr hier dieses mögliche oder dieses Ascending Warning Wedge. Ich sagte, ja, also beziehungsweise so ist es, das 100%-Ziel dieses Patterns ist genau hier der Anfang. Dieses hat er noch nicht ganz erreicht. Ich sagte, er könnte noch 100 droppen auf 43 bis 54.000. Und das würde sich auch hier, ich schalte jetzt gerade mal die Charts um, auf meine Trendlinien um, das würde sich mit dieser blauen Linie natürlich decken. Ja, aber wie ihr schon seht, schalten wir wieder zurück, bilden wir hier ein mögliches W-Pattern, ja, ein W-Pattern. Hier haben wir unsere, ich tue sie gerade ein bisschen verlängern, unsere weiße Trendlinie. Also ich gehe davon aus, sollte er diese Trendlinie überwinden, dann werden wir zu den, ja, ich sag mal zu den 70 bis 74.000 kommen, die ich ja jetzt erstmal favorisiere. Ja, bevor es dann muss man natürlich gucken, wenn es soweit ist, was er dann macht. Aber dann könnte es zu einer größeren Korrektur kommen. Und hier in Rot, das wisst ihr aus den letzten Videos auch, haben wir hier eine Wolf Wave und diese Trendlinie ist sehr, sehr signifikant. Natürlich auch der Bereich von 53 bis 54k. Also dieser Bereich 53 bis 54k ist und bleibt sehr, sehr signifikant. Ja, aber was ich jetzt euch noch zeigen wollte, ja, wir legen jetzt mal die Fibonacci Level an. Und zwar hier als Startpunkt und diese komplette Bewegung als Korrektur. Im Moment findet er am 0786er bzw. hier zwischen 0786er und 0886er hier Support im Moment noch, ja. Aber eine Bewegung kann natürlich zu 99% korrigieren. Das heißt, er kann hier noch in diesen Bereich kommen ohne Probleme. Sollte er aber, deswegen sagte ich auch eben, sollte er über diese weiße Trendlinie, ich mache mal eine andere Farbe, weil ja irgendwie alles weiß ist in dem Chart, machen wir mal, ja, so rosa, sieht aber auch scheiße aus, machen wir mal gelb, genau, so, sollte er hier über diese gelbe Linie kommen, plus diese Neckline, dann sehe ich auf jeden Fall Potenzial, dass wir hier weiter Richtung 70.000 Dollar marschieren. So, schalten wir jetzt mal den RSI dazu und wie im letzten Video, es hat sich nichts geändert. Wir sind immer noch in einer möglichen bullischen Divergenz, ja. Das heißt, wir haben hier Lower Lows und hier im RSI ein Higher Low und das ist eine bullische Divergenz. Wenn die sich ausspielt, dann haben wir wirklich das Potenzial, diese gelbe Linie zu überwinden, um dann hier eine neue Welle nach oben zu machen, um dann ein neues All-Time-High zu kreieren. So, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz mit euch auf meinen Langzeitchart
schauen. Dazu wechsle ich gerade mal den Chart und der MACD machen wir weg. So, da haben wir hier die blauen Trendlinien. Ihr wisst, oder die, wo schon länger dabei sind, wissen das. Das sind meine gebogenen Trendlinien und die grüne, das sind so die diagonale Trendlinien, die sind schon zwischen 5 und 11 Jahre alt. Und ihr seht, wir haben jetzt hier zu dieser blauen Linie noch ein bisschen Luft nach oben. Ja? Das heißt, hier wäre es mit einem Wick überhaupt kein Problem, wenn er hier nochmal die bis zu, sagen wir, 878.000, 80.000 hochwickt. Ja? Das ist überhaupt kein Problem. Natürlich ist es auch so, man kennt jetzt nicht die Geschwindigkeit. Wenn er hier konsolidiert und dann da auch geht, kann es natürlich auch mehr werden, klar. So, aber was jetzt zu wissen ist, dass diese zwei Linien hier, ihr wisst, ihr seht es ja, die treffen sich hier, dass die sehr signifikant sind, ja. Und das ist, ja, ihr seht schon, das ist der 53K bis 54K-Bereich, ja. Also dieser Bereich ist sogar im Langzeitchart ein sehr, sehr signifikanter Punkt. Ja, das heißt, sollten wir, das ist meiner Meinung nach, sollten wir unter 53, ich sag mal, mit einem Schluss unter 53, 52, 53K fallen, ja, in diesem Bereich, und haben einen schönen Weekly Retest, dann wäre hier der nächste Stopp hier dieser grüne Bereich bei, ja, je nachdem, wie schnell er runterkommt, bei 36, 37, 38.000. Das sollte man natürlich vorwissen, ja, sollte er wirklich hier runterfallen. Einige haben mich privat angeschrieben, jetzt auch die Leute, die wohl nicht in der Akademie sind, warum ich denke, dass der sogar bis 100, 130k gehen kann. Ja, ich habe es jetzt auch heute noch mal geschrieben im Crypto Talk. Hier haben wir meine Ellenwellen-Theorie. Ja, im Moment, meiner Meinung nach, befinden wir uns in der Welle 5, ja, in der Impulswelle 5 dieser großen Bewegung seit 2009, 10, 11, ja. Und da seht ihr das in Blau, das Ending Diagonal Triangle. Wir haben noch wirklich Platz nach oben. Wir hätten noch Platz nach oben. Ihr seht hier knapp 100k. Warum sage ich bis 130k? Weil ich euch natürlich nicht sagen kann, wie schnell er hier hochgeht. Ja, er kann jetzt auch hier erst im Ende Februar hier seinen Höhepunkt erreicht haben, ja. Das kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber was ich euch sagen kann, er könnte theoretisch jetzt schon sagen, nee, adios amigos, und geht's runter. Ja, darauf sollte man immer gefasst sein, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, ich sehe hier wirklich keinen Count, ja, wo es sagt, gut, wir sehen es hier die 3, 4, 500.000. Ja. Kann natürlich passieren. Ich bin auch nur ein Trader, wo nach Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Aber ihr seht es ja, ja. Also hier im Weekly haben wir ein schönes mögliches Ending Diagonal Triangle. Und der könnte jetzt hier schon natürlich drehen. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Des Weiteren unten in der Beschreibung findet ihr die Telegram-Gruppen. Der Content Only und den Crypto Talk. Und wenn ihr mich noch weiterhin unterstützen wollt, unten findet ihr auch noch Links zu Femex und FTX. Jetzt will ich euch ganz kurz mal zeigen, Analysen und Trades in der Akademie von meiner Seite. Natürlich macht Kevin auch noch seine Analysen bzw. seine Setups, aber ich zeige euch mal meine. Und hier seht ihr, wie die Performance ist für November. Und natürlich gibt es auch mal Minus-Trades. Ihr seht es hier in Rot. Es gab auch mal 0 auf 0. Aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, 200% im Moment. Ja, wäre das Ganze im Plus. Ja, es sind noch einige Trades offen, wie ihr seht. Ja, die hoffe ich, dass die irgendwann demnächst zum Ende kommen. Und wenn ihr euch für die Bull World's Best Akademie interessiert, dann schreibt mich einfach in Telegram an oder per E-Mail. Die findet ihr unten auch in der Beschreibung. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis von der Bull World's Best Academy. Ciao.